Es hat ein bisschen was von Lost Places. Es ist 10 Uhr abends, Freitag, hier mitten in Tokio, Shibuya. Und normalerweise steppt hier der Bär. Heute Abend steppen hier aber ganz wenige nur noch. Nämlich die wenigen, die jetzt noch nach Hause wollen oder müssen. Denn man sieht, hier ist zwar kein offizieller Lockdown, aber wer nicht unbedingt muss, der hält sich einigermaßen zurück. Also insofern sehr harmlos das Ganze. Tatsächlich ist es nicht wirklich berauschend, was wir aktuell sehen. Der Markt hatte auch ein bisschen Lost Inspiration. Wir haben nicht mehr den Schub nach oben fortsetzen können, der sich so ein bisschen angedeutet hatte, den wir ja schon vermutet hatten. Im Groben steht er sowieso noch an. Das ist jetzt nicht das Drama, dass er noch nicht stattgefunden hat. Im Kleinen ist aber sehr schnell eingefangen worden. Witzigerweise oder interessanterweise muss man sagen, allerdings ohne großes Drama. Warum betone ich das? Weil heute ist der erste Freitag im Monat. Da gibt es traditionell die Arbeitsmarktdaten aus Amerika und die sind immer für irgendetwas gut. Heute gab es zwar eine deutliche Überraschung, zumindest mal gegenüber der offiziell verkündeten Erwartungshaltung, aber offensichtlich überrascht niemanden mehr was, denn natürlich gab es ein bisschen Hin- und Hergeplänkel, aber im großen Bild konnte man schon sehen, eigentlich war da nicht irgendwas zu holen. Tatsächlich die Arbeitslosenquote nach 3,5 zuvor, 3,8 wurde erwartet, 4,4 ist es geworden, also eine leichte Abweichung nach oben in diesem Fall. Ebenfalls die Initial Claims, zuletzt noch mit 275.000 plus erwartet, minus 100.000, es sind über 700.000 minus geworden, also Abbau. Das ist also schon eine deutliche Abweichung. Den Markt hat es nicht wirklich interessiert. Eigentlich ist nicht wirklich was passiert, außer dass der Schwung nach oben nachgelassen hat. Und das bedeutet nichts anderes, als dass man sich nicht traut, übers Wochenende jetzt nochmal ein bisschen was aufzubauen, zu halten und dann zu sagen, boah, ich strotze so vor Kraft. Nein, im Gegenteil, das scheint nicht der Fall zu sein. Anders beim Rohöl, dort haben wir einen wunderschönen Schub gesehen. Das deutete sich ja schon an, so dieses klassische Verfahren nach dem Ausreißerschub, den wir gestern gesehen hatten. Danach wackelte es nach unten und dann ist es mehr als klassisch, dass dann die Trendrichtung fortgesetzt ist. Wie war die noch? Ach ja, Ausreißer nach oben, haben wir gesagt. Also nochmal eine Fortsetzung nach der Korrektur, spätestens nach irgendwelchen Triggern. Das haben wir jetzt am Chart ja öfter mal erwähnt, wie man sowas machen kann. Kann man dann sehen, wie man da reinkommt. Wer das übrigens nicht immer weiß, wie man das machen sollte, der sollte sich entweder beim Trade des Tages anmelden. Da sieht er nämlich dann ganz konkret immer eine Vorstellung unseres Tradings am Tag, also eine ganz konkrete Idee mit Ein- und Ausstiegsmarken. Wer sagt, ich will darüber hinaus noch mehr, der sollte idealerweise zusätzlich sich noch für Trade2Go anmelden, denn dann bekommt man zwischendurch immer mal wieder eine Idee, ein Chart, ein Video dazu, was der Markt aktuell macht, wo wir tolle Einstiegsmöglichkeiten sehen, mit welchen Methoden man hier variieren kann. Denn wir wissen natürlich auch, nur weil wir eben lange schon traden, haben wir nicht das Allheilmittel, der andere ist aggressiver, der nächste ist ein bisschen harmloser unterwegs. Deshalb stellen wir dort verschiedene Alternativen vor, dass sich jeder da wiederfinden kann und hoffentlich eine Menge lernt und auch zumindest mal ein paar tolle Ideen hat. So, dementsprechend die Ideen vor dem Wochenende scheinen den Marktteilnehmern erstmal auszugehen. Es sieht jetzt nach Ruhe aus, auch bei Gold und Öl, die ziemlich ähnlich aussehen, nämlich fünffällig nach oben, müssen wir damit rechnen, dass sich das Ganze jetzt so ein bisschen beruhigt vor dem Wochenende. Anschließend ist in beiden Märkten, nachdem es so halbwegs fünffällig nach oben gegangen ist, einfach nochmal im Chart angucken, eigentlich damit zu rechnen, dass der Markt nochmal wieder sich ein bisschen setzt und ob das jetzt vor dem Wochenende noch ganz deutlich zu sehen sein wird, das weiß ich nicht, aber spätestens nach dem Wochenende müssen wir mit so einer Korrektur rechnen und dann wollen wir mal gucken, wie es an der Stelle weitergeht. So, zum Abschluss gucken wir nochmal einmal, wie es hier aussieht. Ein bisschen mehr werden das jetzt, je nachdem, ob gerade ein Zug hier nochmal reinfährt oder nicht und ob die Leute dann hier jetzt entlanglaufen oder nicht. Aber man sieht schon, normalerweise ist es hier gerammelt voll. Heute Abend geht hier nichts mehr. Dementsprechend bleibt man ganz gerne zu Hause. In diesem Sinne wünsche ich für heute jetzt erstmal alles Gute. Bitte, bitte gesund bleiben, nicht anstecken lassen. Ein bisschen auf die Märkte gucken, viele Angebote wahrnehmen, die es im Moment noch mal gibt, auch im kurzfristigen Bereich. Dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin, alles Gute.